Wir suchen die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Diese Differentialgleichung ist linear mit konstanten Koeffizienten und sie ist nicht homogen. Wir wissen, dass die allgemeine Lösung von solch einer Differentialgleichung sich schreibt als Summe der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Also bestimmen wir zuerst die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung und dazu schreiben wir zuerst die charakteristische Gleichung. Die ist z im Quadrat plus 4 mal z hoch 0 gleich 0, also z im Quadrat plus 4 gleich 0. In der Menge c können wir dieses Binom faktorisieren und erhalten somit als charakteristische Gleichung diese da, in der wir sofort erkennen, dass minus 2i Nullstelle mit Vielfältigkeit 1 ist und dass 2i auch Nullstelle mit Vielfältigkeit 1 ist. In Anwendung dieser Formel wissen wir also, dass die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung sich so schreibt. Wir schreiben e hoch die erste Nullstelle minus 2i mal x mal ein Polynom ersten minus ersten Grades. Ein Polynom nullten Grades, das ist eine Konstante, die wir hier c1 nennen. Plus e hoch die zweite Nullstelle 2i mal x mal ein Polynom ersten minus ersten Grades, also ein Polynom nullten Grades, das ist eine zweite Konstante, die wir c2 nennen. Wir haben die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung gefunden, aber je nach dieser Form ziehen die Wissenschaftler es vor, sie anders zu schreiben, denn e hoch 2ix, das ist dasselbe wie Cosinus von 2x plus i mal Sinus von 2x. Und e hoch minus 2ix, das ist dasselbe wie der Cosinus von minus 2x plus i mal Sinus von minus 2x. Im trigonometrischen Kreis sehen wir sofort, dass der Cosinus von minus einem Winkel dasselbe ist wie der Cosinus von diesem Winkel. Und auch, dass der Sinus von minus einem Winkel dasselbe ist wie minus Sinus von diesem Winkel. Also erhalten wir die Lösung in dieser Form. Hier verteilen wir c1 auf diese Klammer, hier verteilen wir c2 auf diese Klammer und dann kann man Cosinus von 2x ausklammern und Sinus von 2x ausklammern. So erhalten wir als allgemeine Lösung diese da. Wir deuten eine beliebige Konstante mal Cosinus von 2x plus eine beliebige Konstante mal Sinus von 2x, also so. Das ist also die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung. Wir halten diese allgemeine Lösung hier fest, aber am Ende gibt es keinen Grund mehr, diese zwei Konstanten mit einem Sternchen zu versehen. Also so. Jetzt suchen wir noch eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Gleichung. Vorsicht bei dem, was jetzt folgt. Da die konstanten Koeffizienten unserer linearen Differentialgleichung reelle Zahlen sind, 1 und 4, und da Sinus von 4x der Imaginärteil von e hoch 4 mal ix ist, gilt der Imaginärteil einer partikulären Lösung yp Sternchen von x dieser Differentialgleichung, in der der unabhängige Term nicht mehr Sinus von 4x ist, sondern e hoch 4ix, also der Imaginärteil einer partikulären Lösung von dieser Gleichung, ist automatisch partikuläre Lösung unserer Differentialgleichung. Was wir also suchen, ist eine partikuläre Lösung yp Sternchen von dieser Differentialgleichung.
Aber diese differentielle Gleichung, das ist eine dieser Art. Denn der unabhängige Term ist das Produkt einer Exponentialfunktion und eines Polynoms in x. Vor dem e hoch 4ix können wir mal 1 schreiben. Und diese 1 ist dann das Polynom in x, 0. Grades. Also wissen wir, dass eine partikuläre Lösung von dieser Differentialgleichung sich als solches Produkt schreibt. Also so. Dieser Faktor e hoch 4ix wurde einfach von da abgeschrieben. Dieses Polynom p Sternchen in x ist 0. Grades, weil das Polynom vor dem e hoch 4ix ebenfalls 0. Grades ist. Die 1, die da multipliziert, ist ein Polynom 0. Grades. Und der Exponent von x ist 0. Das ist die Vielfältigkeit von dieser Zahl 4i als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung. Die charakteristische Gleichung ist diese da. Die zwei Nullstellen sind minus 2i und plus 2i. 4i ist also keine Nullstelle und deshalb ist die Vielfältigkeit von 4i als Nullstelle gleich 0. Somit wissen wir also, dass eine partikuläre Lösung von dieser Differentialgleichung sich in dieser Form schreibt. Es ist ein Polynom 0. Grades, also eine Konstante, nennen wir sie groß A, mal 1 mal e hoch 4ix, also so. Jetzt müssen wir nur noch den Zahlenwert von A herausfinden. Und dazu werden wir explizit ausdrücken, dass dieses yp Sternchen von x Lösung dieser Differentialgleichung ist, also so. Hier drin werden wir yp Sternchen durch dieses Produkt ersetzen und wir brauchen auch die zweite Ableitung von diesem yp Sternchen. Also leiten wir yp Sternchen einmal ab, das ergibt dieses Produkt. Und die zweite Ableitung ist die Ableitung von diesem Produkt, das ergibt dieses Produkt. Und da i² minus 1 ist, können wir die zweite Ableitung in dieser Form schreiben. Jetzt ersetzen wir hier drin yp Sternchen durch dieses Produkt und die zweite Ableitung von yp Sternchen gegenüber x durch dieses Produkt. Also so. In dieser Gleichheit können wir noch alles durch e hoch 4ix vereinfachen. So erhalten wir diese Gleichung, in der wir sofort erkennen, dass a minus 1 Zwölftel ist. Also in yp Sternchen von x ersetzen wir a durch minus 1 Zwölftel, so. Und somit haben wir eine partikuläre Lösung von dieser Differentialgleichung gefunden. Der Imaginärteil dieser partikulären Lösung ist automatisch partikuläre Lösung unserer Differentialgleichung. Also suchen wir den Imaginärteil davon. Aus dem Grund schreiben wir e hoch 4ix in die Form Cosinus von 4x plus i mal Sinus von 4x um. Denn jetzt erkennen wir sofort, der Imaginärteil hiervon, das ist minus 1 Zwölftel mal Sinus von 4x, also so. Und dieser Imaginärteil ist partikuläre Lösung unserer Differentialgleichung. Wir halten diese partikuläre Lösung hier fest und jetzt sind wir auch schon am Ende der Übung angelangt, denn die allgemeine Lösung unserer Differentialgleichung schreibt sich als Summe von yh von x und yp von x, also so. Diese Funktion ist also die allgemeine Lösung von dieser Differentialgleichung. Und die Übung ist beendet.